Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Ja, in diesem Video möchte ich euch mal zeigen, wie man ganz schnell und einfach einen Heizkörper reinigen kann. Warum sollten wir einen Heizkörper reinigen? Zum einen, es rieselt da unten immer wieder Staub raus. Und zum anderen, Staub auf den Lamellen in den Heizkörpern kann dafür sorgen, dass die Heizleistung um bis zu 30% minimiert wird. Es gehen natürlich einige von euch schon mit Schrecken an dieses Video hier heran. Wie soll man denn da reinkommen? Q-Tipps oder was auch immer, das ist ja alles viel zu eng. Nein, macht es euch viel einfacher. Wir können nämlich hergehen, die obere Blende und die seitliche Blende können wir hier demontieren. Die seitliche Blende auf der anderen Seite kann hier auch demontiert werden. Zur Demontage, schaut mal nach. Habt ihr wahrscheinlich auch so eine Plastikabdeckung darauf. Die könnt ihr nämlich ausbauen. Und zwar einfach hier mit einem Fingernagel hintergehen. Dann nach oben schieben, gegen den Uhrzeigersinn. Einfach drehen. Und Hintergrund, das ist ein Gewindestift, der an der Heizkörperanlage oder am Heizkörper angeschweißt ist. Und da wird dieses Ding wie eine Mutter einfach nur drauf gedreht. Und wir drehen sie jetzt einfach ab. Schon haben wir die Blende in der Hand und jetzt können wir hergehen. Und die Blende ist komplett locker. Wie gesagt, ich sagte gerade schon, das Ding ist auch auf der anderen Seite. Ist gleich für den Zusammenbau wichtig, ansonsten kriegt der Ding nämlich gleich nicht wieder zusammen. Jetzt gehen wir einfach her und können die Blende anheben, dass wir über das Entlüfterventil kommen. Und jetzt gehen wir einfach her und können diese Blende einfach ausbauen. So, die lege ich jetzt mal hier zur Seite. Und jetzt sehen wir hier, da sieht die Sache nämlich schon viel einfacher aus. Wir können das Ding jetzt hier einfach reinigen. Und zwar reinige ich die Heizung von innen mit einer ganz normalen Heizkörperbürste. Die gibt es in jedem Baumarkt zu kaufen. Für die Faulen unter euch, ich verlinke euch mal unten in die Videobeschreibung einige Heizkörperbürsten. Achtet beim Kauf nur darauf, was habt ihr für eine Heizung? Habt ihr eine kleine Heizung? Reicht hier so eine 90 cm Bürste aus? Oder habt ihr eine eventuell hohe Heizung? Dann könnt ihr von oben reinigen und müsst mit der kurzen Bürste dann auch noch von unten daran. Ihr seht aus wie ein Ferkelchen. Und das wollen wir ja nicht. Ihr seht es schon, ich habe unten altes Malervlies ausgelegt, weil jetzt natürlich auch der Staub nach unten durchfallen wird. Es bleibt an der Bürste hängen und es fällt nach unten durch. Dementsprechend staubig wird es aber auch bei euch in der Wohnung. Die ganze Wohnung wird aussehen wie eine Staubhöhle. Das verhindere ich, indem ich ganz einfach hier einen alten Drucksprüher, hier so eine Sprühflasche, alter Scheibenreiniger ist es, da ist einfach nur Wasser drin. Und ich gehe jetzt her, benetze die Heizung einfach von innen mit Klarwasser. Das verhindert nämlich das Schauben. Jetzt wird nämlich hier der Staub einfach gebunden und ich kann jetzt hier Rippe für Rippe an meiner Heizung einfach nur reinigen und habe hier jetzt nicht diese extreme Staubentwicklung in der Wohnung. Das empfehle ich auch. So, unten kommt die Bürste wieder raus. Und das macht ihr jetzt Rippe für Rippe für Rippe für Rippe. Und ich mache das jetzt mal eben und dann zeige ich euch den Zusammenbau. Und nach erfolgter Reinigung werdet ihr wahrscheinlich versuchen, so wie ich das jetzt hier mal so demonstriere, das hier einzuhaken. Ich zeige euch mal eben diese Häkchen. So, und zwar sind das diese kleinen Rastnasen, die müssen hier in diese Blende hinein. Und das passt nicht. Ihr werdet die nie wieder reinkriegen. Denkt dran, was ich am Anfang gesagt habe. Ihr habt auch eine Blende auf dieser Seite. Das heißt, die ist in der Höhe verstellbar. Einfach nur anheben. Und schon kriegt ihr die ohne Probleme dort eingehakt. Und jetzt könnt ihr hergehen, einfach nur die Seitenblende einhaken und fertig, so sieht's aus. Und tut euch jetzt nur einen Gefallen, diese Blende nicht einfach hier nur blind drauf drücken. Denkt dran, hier ist so ein Gewindestift angeschweißt. Das ist hier ein Gewinde. Wir drehen diese Blende natürlich wieder drauf. Und zwar so weit, dass sie jetzt flumps da wieder einrastet. Übertreibt die Geschichte nicht, nicht, dass ihr den Stift am Heizkörper abreißt oder die Blende kaputt ist und die fällt ab oder bricht ab. Das wollen wir alle nicht. Tja, das war unser Video. Wie schnell und einfach man einen Heizkörper reinigen kann, macht es auf jeden Fall.
Also mindestens einmal im Jahr sollte so ein Heizkörper gereinigt werden, spätestens zu Beginn der Heizperiode. Ja, das war's. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich versuche schnellstmöglich zu antworten. Gebt diesem Video einen Daumen hoch, würde ich mich unwahrscheinlich drüber freuen. Und den YouTube-Kanal TV Solution, den dürft ihr natürlich auch gerne abonnieren. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns doch bestimmt in einem der nächsten Videos.